Wir werfen heute hier und jetzt zusammen mal einen Blick auf das Ältestenportal und auf das Herausforderungsportal. Was bringen eigentlich diese Portale? Was genau könnt ihr da machen? Was könnt ihr dort bekommen und wie das Ganze funktioniert? All die Fragen klären wir nach dem Intro. Ich stehe gerade in Westmark, in der Hauptstadt, auf dem Palasthof. Vor dem Ältestenportal und direkt daneben befindet sich das Herausforderungsportal. Und hier werdet ihr durch die Questline früher oder später auf jeden Fall hingeführt. Und ja, euch wird nicht richtig erklärt, was da zu tun ist, aber euch wird zumindest gesagt, dass ihr da was tun sollt und könnt. Und weil da sicherlich ein paar Fragen offen geblieben sind, möchte ich die hier zusammen mit euch durchgehen. Das Ältestenportal und das Herausforderungsportal, das sind so eine Art kleine Dungeons fürs, zum einen zwischendurch spielen, aber auch zum anderen, um später wirklich sehr wichtige Items für das Endgame zu bekommen. Wir werfen erstmal einen Blick auf das Ältestenportal. So sieht das Ganze aus. Ich nehme mal gerade hier oben die Embleme raus. So sieht's standardmäßig aus. Ihr könnt jetzt durch Beitreten einfach eine Runde in diesem Dungeon spielen, bekommt da ein paar Belohnungen, die sind aufgeführt. Ihr könnt auch eine Gruppe finden, spielt dann zu insgesamt 4 Spielern zusammen, was ich euch grundsätzlich raten würde, weil es dann nochmal einen kleinen Bonus auf die Belohnungen gibt. Das richtig Interessante sind aber die Embleme. Ihr könnt diese Portale mit Emblemen sockeln, mit seltenen Emblemen und mit legendären Emblemen. Bei den seltenen Emblemen gibt es gute Belohnungen, bei den legendären gibt es sehr gute. Unter anderem legendäre Edelsteine, die ihr nur mit legendären Emblemen bekommen könnt. Jeden Tag gibt es ein seltenes Emblem umsonst. Dazu gibt es dann noch im Battle Pass und ich glaube hier und da mal eine Belohnung, wo man denn ein solches bekommt. Die legendären sind schon viel, viel schwerer zu bekommen. Das macht eben auch diese Seltenheit aus und zusätzlich dann nochmal den Reiz, Embleme eben zu kaufen. Und da vielleicht nochmal kurz eingehakt, ich hatte das schon mal erwähnt in meinem vergangenen Video, wo ich über den Shop gesprochen habe. In der Beta war es so, das hat ein Data Mining gezeigt, dass man eine 0,05%ige Chance auf den besten Edelstein im Spiel hat, wenn man mit einem legendären Emblem spielt, was glaube ich so um 1,50 kostet, wenn man das kauft. Nur um den Irrsinn hier mal kurz wiederzugeben. Eben sagte ich schon, Gruppenspiel macht Sinn, auch weil es so ist, wenn einer Embleme platziert, bekommen nicht die anderen Mitspieler die gleichen Items, aber, und da muss ich gerade nochmal hier oben reingucken, wie denn das Item heißt, ihr habt die Möglichkeit, erlöschende Funken zu bekommen, wenn einer eurer Mitspieler, grundsätzlich Embleme benutzt, nicht nur die legendären. Dann kriegt man mehr, ich weiß es nicht mehr genau. Die Drops sind aber, meine ich, besser, wenn jemand in der Gruppe legendäre Embleme nutzt, statt seltene. Was dafür spricht, dass man sich eben in der Gruppe ein bisschen abstimmt. Da nimmt mal der eins, da mal der. Und so haben eben alle was davon. Da solltet ihr euch auf jeden Fall mit einer Gruppe zusammentun und das gezielt farmen. So, sagen wir jetzt mal, ihr habt eure Gruppe zusammen, ihr habt die Embleme drin, ihr tretet dann dem Dungeon bei. Was genau ist da zu tun? Und das zeige ich euch jetzt einfach mal hier in einer Rohfassung, sozusagen ohne Embleme, ohne Mitspieler, einfach nur kurz erklärt, wie das System funktioniert. Ist nicht kompliziert, das habt ihr schnell verstanden. Was so ein bisschen verwirrend ist vielleicht, links müsst ihr nämlich die Quest hier die Questanzeige ein bisschen runterziehen und dann habt ihr darunter einen Balken. Dieser gelbe Strich mit der Sanduhr, der bewegt sich langsam nach rechts. Das bedeutet, diese Zeit läuft ab. Ihr habt einmal diesen kompletten Balken Zeit. Zeit wofür? Monster zu töten, denn mit jedem getöteten Monster füllt sich dieser Balken lila auf. Und ihr müsst sozusagen schaffen, den lilaren Balken voll zu bekommen, bevor die Sanduhr rechts angekommen ist. Das funktioniert grundsätzlich mit allen Gegnern. Am effektivsten sind aber hier die
blauen. Die werden auf der Karte auch blau dargestellt. Nachher im Endgame funktioniert das eigentlich nur noch so, dass man durch den Dungeon durchwascht und sich die blauen Mob-Gruppen sucht, um die dann eben zu farmen, gerade beim Herausforderungsportal, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Das Nette ist, hier gibt es Erfahrungspunkte, hier gibt es Drops und ja, es ist halt auch schnell gespielt, also man kann das mal während der Bahnfahrt nebenher machen. Ich würde mir nur ein wenig Zeit nehmen, wenn man dann doch legendäre Embleme nutzt, weil nicht, dass man irgendwo unterwegs ist, Internet bricht ab und dann hat man davon nichts. Das wäre schon sehr, sehr ärgerlich. Ihr seht, der lilane Balken hat gerade die Sanduhr überschritten. Das heißt, ich bin gut in der Zeit. Würde ich so weitermachen, wäre der Balken dann voll. Und am Ende gibt es einen Boss, der auch in der Regel recht einfach zu besiegen ist. Und dann bekomme ich meinen Loot. Als Hintergrund, Blizzard hat das hier nicht schwer gemacht, weil sie natürlich wollen, dass wir das zocken, dass wir da Geld ausgeben. Also das ist wirklich machbar. Keine Sorge, ich gehe jetzt auch mal raus, weil wir müssen das nicht zwingend zu Ende spielen. So, jetzt kommen wir... Achso, ich habe mich gerade komplett ausgeloggt. Ich wollte eigentlich nur aus dem Dungeon. Okay, dann logge ich mich nochmal ein. Hat instinktiv diese Klickbewegung gemacht. Ja, bin ich auch raus. So, gehen wir nochmal zum ältesten Portal. Ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen. Wie gesagt, einmal am Tag solltet ihr das nutzen, um euer Emblem mitzunehmen. Das bekommt ihr auch hier bei dem Menschen da unten. Und vielleicht was noch interessant ist, ich zeige euch gerade mal, wenn man ein Emblem reinsetzt, dann seht ihr, die Belohnungen ändern sich. Wie ich eben schon sagte, da gibt es mehr. Und beim Start des Portals bzw. des Dungeons mit Emblemen bekommt ihr am Anfang eine kleine Auflistung, was sich denn an den Gegnern verändert hat. Denn die werden zum einen stärker, aber ihr bekommt auch Boni, um die zum Beispiel schneller zu besiegen oder Resistenzen oder sonstige Sachen. Also da wird ein bisschen was dran gemodelt. So, jetzt gehen wir zum Herausforderungsportal. Gerade mal weg. Das sieht ähnlich aus, ist inhaltlich auch ähnlich. Der Hintergrund ist aber, Belohnungen gibt es, da drin gibt es aber keine Erfahrungspunkte und ich glaube auch keine Drops. Ich habe das in der Beta zuletzt gespielt, ich weiß nicht, ob da was geändert wurde. Der Hintergrund ist auch ein anderer. Man misst sich hier mit anderen Spielern. Ihr spielt hier zum Beispiel die Stufe 1, schafft die, kommt zu 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Das könnt ihr auch alleine machen, in Gruppen, in Zweier, Dreier und... Warte mal... Zweier, Dreier und Vierergruppen. Genau. Und der Hintergrund ist, ihr seht das hier schon, es gibt eine Bestenliste. Die findet ihr hier oben links. Und dann seht ihr auf euren Server bezogen die besten Spieler in diesem Battle-Modus, in diesem Herausforderungsmodus. Und hier haben wir zum Beispiel Xele. Er ist aktuell mit Stufe 12, also hier in der Schwierigkeitsstufe 12. Und einer Zeit von 8 Minuten 35 der beste Spieler auf unserem Server. Gefolgt von Mr. Eyeballs und Milestone. Truppen, ach, eben hatte ich mal reingeschaut, da gab es noch keine Truppe, die gespielt hat. Das ist ja diese Gruppe, die man gründen kann über die Gilden hinaus mit Freunden, wo man dann zusammen Endgame PvE macht. Und hier, wie ich eben schon zeigte, da gibt es dann nochmal Rankings für Gruppenspiele. Hier, die beiden haben zu zweit gespielt, sind gerade bei Stufe 9. Was haben wir hier? Stufe 7, zweite auch. Da seht ihr schon, die oberen sind vor den zwei Platzierten, weil sie eine bessere Zeit geschafft haben. Also wenn man auf der Stufe, derselben Stufe, das erreicht hat, dann zählt die Zeit, wie schnell man war. Und hier eine Vierergruppe sind gerade bei Stufe 8. Und das hier hat eigentlich nur den Sinn, sich zu messen und irgendwo zu zeigen, dass man eben der beste Spieler auf dem Server ist. Und das ist auch so, ich sagte immer, Geld investieren wird schwierig, wenn man PvP spielen möchte, weil ja, da merkt man das natürlich richtig, wer Geld investiert und wer nicht. Im PvE ist das eigentlich nicht nötig, außer man möchte natürlich hier oben mit dabei sein. Da glaube ich, wird das nachher auch richtig knackig werden. Das war das Herausforderungsportal und das war's. Es ist nichts Kompliziertes, ich habe es noch aus der Beta im Hinterkopf, dass es am Anfang so ein bisschen verwirrend war. Deswegen habe ich mir überlegt, die ersten Tage hier auch zu solchen eigentlich
Ja, es ist auf jeden Fall game-relevant, im Endgame super relevant, aber ich sag mal zu so Sachen, die gerade im Moment eher so am Rand laufen, hier und da noch ein kleines Erklärvideo zu machen. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr in Zukunft mehr zu Diablo Immortal sehen möchtet. Und unten in der Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zu meinem Twitch-Account. Da streame ich heute endlich Diablo Immortal. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich tippe mal auf Nachmittag, früher Abend und dann starte ich endlich mit meinem Kreuzritter und ich freue mich schon so. Ihr seht hier meinen Todbeschwörer, den ich fix gelevelt habe und alles übersprungen habe, um schnell die Gilde gründen zu können. Der ist da. Und jetzt geht's mit meinem Onscreen-Kreuzritter los. Und ich freue mich wirklich. Also kommt gerne vorbei. Lasst es nebenher laufen, wenn ihr selbst zockt. Und ich glaube, das wird eine richtig coole Sache. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und ansonsten sehen wir uns gerne in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal.